Mein Name ist Kevin Koban und ich bin derzeit im dritten Semester Master Medienkommunikation Student und arbeite nebenbei als studentische Hilfskraft an der Professur Mediennutzung. Ich habe an zwei Medientagen aktiv teilgenommen. Bei den siebten Medientagen war ich in der Kontaktgruppe tätig und habe eben verschiedene Universitäten angeschrieben und mich mit den Referenten auseinandergesetzt. Und bei den achten Medientagen war ich Hauptorganisator, also Chef der ganzen Sache. Unser Motto war damals Medien macht Verfall, ein Werbefeldzug. Und wir wollten versuchen, Werbung als Phänomen in einen größeren Kontext zu fassen und sowohl positive Wirkung als auch so kulturkritische negative Wirkung mit zu thematisieren. Das Lustigste, das war am Sonntag der achten Medientage. Da war ich als Hauptorganisator der erste frühmorgens, so noch vor 8 im NRG, was zu dem Zeitpunkt am Sonntag auch vollkommen leer war. Und weil es mir irgendwie zu langweilig war, in dem Moment da allein in der Stille herumzulaufen, habe ich meinen Rechner genommen, also meinen Laptop genommen, habe ihn an die großen Boxen, die rumstanden, angeschlossen und habe lauthals Soundtracks durch das NRG laufen lassen. Darunter auch mein Favorit zu dem Zeitpunkt, Spiel mir das Lied vom Tod. Man hatte so ein wenig das Gefühl, dass im leeren NRG Heuballen von links nach rechts laufen. Also generell erstmal, weil es eine coole Veranstaltung ist. Man geht mal über das Curriculum hinaus, also über den eigentlichen Stundenplan hinaus und kann fachspezifischen Vorträgen hören. Man kann mit seinen Kommilitonen mal sich zu einem spezifischen Thema erkundigen und kann auch einfach Spaß haben, also Spaß in der Uni haben, nochmal auf eine andere Art und Weise. In diesem Jahr, das Motto war Get Connected, genau. Das ist halt nochmal zusätzlich sehr sinnvoll und sehr gut hinzugehen, weil man dort, wie ich gehört habe, auf Alumni, also auf ehemalige Studenten des Studiengangs trifft und man einfach mal die Frage, die vielen im Kopf schwebt, was mache ich eigentlich nach dem Studium, einfach mal aus erster Hand beantwortet bekommen kann.